Guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend. Vielen Dank. Geht's aber tief runter, Edo. Oho. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie gekommen sind am Samstagabend. Ich weiß, wir hätten 10-mal so viel Karten vergeben können, aber es waren nun mal nur 100 zur Verfügung. Und ich begrüße auch ganz herzlich all jene, die uns gerade per Livestream verfolgen. Es gab im Vorfeld fast 20.000 Anmeldungen. Das hat uns selbst unglaublich überrascht. Wir freuen uns. Und ich danke, bevor es losgeht, ganz herzlich meinen beiden Gesprächspartnern, die nämlich am Wochenende im Prinzip sich erholen müssten. Stattdessen ist Jan Böhmermann mit dem Auto hierher gekommen, von Köln über Berlin nach Hamburg. Und Markus Lanz hätte sich eher einen Grund gehabt, sich auszuruhen. Er ist nämlich erkältet und ist trotzdem da. Ganz herzlichen Dank, dass Sie es hierher geschafft haben. Das ehrt uns sehr. Gerne. Es ist, wenn ich das ganz kurz vorweg sagen darf, wir sind ja zwei Leute vom Fernsehen und die Stuhlsituation heute Abend war uns beiden unbekannt. Ich hadere noch etwas mit meiner Körperposition. Es kann sein, dass es ein bisschen merkwürdig aussieht. Ja. Aber wir kriegen das hin im Laufe des Abends, bin ich ganz sicher. Genau. Es soll ja. Man sitzt auf jeden Fall sehr tief. Ja, das ist gut, dann kann man nicht mehr fallen von diesen Stühlen. Also, wir wollen ein großes Thema anpacken heute Abend, nämlich welche Formen der politischen Kommunikation, neue Formen, gibt es vielleicht in Deutschland? Sind sie wirkungsvoller als jene, die jahrzehntelang funktioniert haben? Aber es soll natürlich auch ein bisschen Werkstattgespräch sein. Und deshalb nehme ich eine Frage auf, die uns vorab geschickt worden ist, nämlich der Mythos der Karteikarten bei Menschen, die fürs Fernsehen arbeiten. Markus, du hast auch Karteikarten. Haben die in irgendeiner Funktion, die real ist, oder ist das mehr Voodoo? Nee, die haben schon eine Funktion, wobei ich habe sie meistens so irgendwie da liegen. Das ist auch eine Frage, ob man sich das irgendwann einfach traut. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, es muss möglich sein, sich einfach ganz direkt zu unterhalten. Und ich bin ja selber manchmal, so wie heute Abend, auch auf der anderen Seite. Und dann stört es mich immer wahnsinnig, wenn mein Gesprächspartner die ganze Zeit in seinen Karteikarten da rumfummelt und mich nicht anguckt. Und ich habe immer das Gefühl, der hört mir gar nicht zu und dann erzähle ich dem auch nichts. Ich habe Bock. Und das ist eigentlich der Hauptgrund. Und natürlich ist es wichtig, ab und zu mal so eine Karte zu haben, um, wenn man ganz präzise zitieren muss, wenn wieder irgendjemand sagt, das habe ich so nie gesagt, dann kann man sagen, doch, am 20. August 1912 haben Sie das schon mal von sich gegeben. Ja, also ich habe gehört, das ist ein psychologisches Hilfsmittel, damit man sich in dieser dann doch Extremsituation der Moderation an irgendetwas festhalten kann. Und es gibt das Gerücht über Günther Jauch, ich glaube, das stimmt sogar, es ist gar kein Gerücht, dass Günther Jauch, ein großer Anhänger der Karteikarte beim Moderieren, bei Stern TV, legendär, die wirklich auch nochmal, um es wirklich in seinen Kopf zu bekommen, vorher eigenhändig selbst abgetippt hat. Also da gab es keine vorbereiteten Karteikarten, der hat das immer nochmal vorab, mutmaßlich. Vielleicht, also ich, ist ein Gerücht. Ich glaube, das ist mehr als ein Gerücht. Ich könnte es ist das fast bestätigen. Ja, oder? Ja. Das war so eine Geschichte. Also, im Volontariat haben wir das gelernt von unseren Dozenten. Die haben das erzählt und ich glaube, das ist genau. Wahrheit. Ab jetzt ist es Wahrheit. Für mich ist es ein bisschen Voodoo. Ich habe zwei, dreimal erlebt, wie große Namen, große Kollegen plötzlich einen Blackout hatten und nicht mehr weiter wussten. Und ich hatte das Gefühl, das ist das Schlimmste, was dir passiert. Du weißt nicht mehr, was du sagen und fragen sollst. Und diese Karteikarten geben eben. Aber hilft die dir dann ernsthaft? Nur psychologisch. Ja. Nur psychologisch. Ich habe mal erlebt, wie, erinnern Sie sich an Jürgen Möllemann? Mhm. Da hatte meine Kollegin Amelie Fried unglaublich kritische Fragen vorbereitet bei ihrer Talkshow. Und dann flogen ihr die Karteikarten auf den Boden. Und Jürgen Möllemann war schneller und hob die alle auf. Fragte dann, was kriege ich dafür, wenn Sie sie zurückkriegen? Das Ergebnis war das bravste Gespräch, was Amelie Fried je geführt hat. Sie müssen unglaublich lange, so wirkt das jedenfalls im Fernsehen, sprechen. Haben Sie einen Teleprompter? Ich lerne das alles auswendig. Das glaube ich nicht. Also so in die Details der Magie meiner Sendung möchte ich Sie jetzt hier nicht einweihen. Aber natürlich ist es, natürlich Teleprompter. Das bedeutet, wir arbeiten mit 20 Leuten über 3 Wochen an einem sehr genauen Text. Der wird ganz präzise mit viel Energie hergestellt. Und ich habe dann
2 Stunden Zeit, das gleich komplett zu versauen und einfach drüber zu improvisieren. Und es muss ja dann auch so wirken, als wäre das einigermaßen spontan aufgesagt. Ja. Mhm. Es geht ja, wir haben ja immer Leute da sitzen, die sozusagen auf jede Frage die richtige Antwort finden müssen. Und bei mir geht es im Prinzip darum, auf die Antwort die richtige Frage zu finden. Das ist einfach die Umkehr. Aber diese Fragen, die du, als zum Beispiel Armin Laschet bei dir war, vor 4 Monaten. 30. März. Oh, glaub, 30. März, legendäres Gespräch. Also danach blühte der Fernseher, wollte auch gar nicht mehr ausgehen, weil das Gespräch noch so nachhallte. Diese Situation, wo du so auf die Stuhlkante rückst, ist das irgendwie auch eingeprobt oder treibt dich dann das Adrenalin quasi so nach vorne? Genau. Und dann, weißt du, jetzt nagelst du ihn fest. Ja, es ist, wir hatten neulich die von mir sehr geschätzte Frau Strack-Zimmermann bei uns, FDP, ja. Die Grande Dame der FDP. Eine Frau, die ich unheimlich mag, weil die so klar ist und weil die zeigt auch, wie man in Würde auch älter wird. Und wir haben auch mal über das Älterwerden gesprochen. Und die sagte, dass wenn man auf diesem Stuhl sitzt, dann wird es irgendwann wärmer. Und sie sagt, und wenn sie dann so nach vorne gehen, dann kriege ich immer Angst. Und ich mache das beabsichtigt? Nein, ich mache das unbewusst natürlich, aber es ist schon so, wenn man Leute, die auserzählt sind, sagen wir immer, ja, die wirklich auf jede Frage eine Antwort haben und die haben sie im Zweifel an dem Tag auch schon 20 Mal gegeben. wenn man die irgendwie, und nur darum kann es ja gehen, muss die versuchen, irgendwann mal aus dem Tritt zu bringen. Und da kann eine gewisse Körperlichkeit möglicherweise helfen, aber mir ist nicht klar, dass sie so eine verheerende Wirkung haben. Nein, das ist gar keine. Also ich habe das, hab gedacht, das ist ein cleveres Mindgame, was ihr in der Redaktion über Jahre trainiert habt. Ja. Und man drückst ja Leuten dann, gerade wenn du merkst, auf die Pelle und bei Armin Laschet war das wirklich so, das hatte, glaube ich, schon eine gewisse Bedrohlichkeit. Und er hat ja auch entsprechend nachgegeben. Nicht bedrohlich. Also, nee, aber er war dann schon sehr nervlich angegriffen. Das war auch eine ganz unangenehme Phase, glaube ich, seines Wahlkampfs. Ich wollte gerade sagen, Armin Laschet war nervlich angegriffen, weil es einfach ein harter Wahlkampf war. Ne? Die Kanzlerin hatte ihn öffentlich angezählt. Zumindest ist es so interpretiert worden. Ganz genau, ist auch immer die Frage. Und was ich aber sehr geschickt fand von ihm an dem Abend, und da zeigte sich, wie druckfest der Mann am Ende auch ist, und das zeigte sich ja dann auch später in diesem wirklich brutalen Machtkampf mit der CSU und speziell mit Markus Söder, wie geschickt er sozusagen die Pfeile von Berlin nach München umgelenkt hat. Also er hat alles, was ging, von der Kanzlerin weggehalten und umgelenkt Richtung München, und da hat er dann ein bisschen aufgemacht und aus seinem Herzen tatsächlich keine Mördergrube mehr gemacht. Viele Kommentatoren haben und ich fand ja das nur ganz kurz, Giovanni, einen Gedanken noch dazu. Wir sind da schon als Medien auch in so einer schwierigen Situation, weil du einerseits wünschen wir uns Politiker, die ehrlich sind, und er war an dem Abend in Bezug auf Markus Söder sehr ehrlich. Absolut. Und hat gezeigt, dass ihn das verletzt hat und dass ihm das nicht egal ist. Und wir wollen das und das Publikum will das auch. Ich denke auch, die Leute honorieren das. Aber die mediale Rezeption der Geschichte ist, die war da für hat ihn verheerend. Schwäche gezeigt. Die war für ihn verheerend. Genau. Ganz genau. Und hat er das gemerkt, dass das für ihn nicht gut lief? War er hinterher angefasst? Nee, gar nicht. Wir waren beide nicht angefasst. Wir hatten beide eine ganz andere Wahrnehmung als das, was dann passierte tatsächlich. Armin Laschet ist, und da kommt so, glaube ich, auch dieses katholisch-rheinische durch. Ich habe ihn irgendwann mal vor Jahren mal in Aachen getroffen. Das ist ein wahnsinnig kultivierter Mann, der die Geschichte von Aachen wirklich ins letzte Detail erzählen kann und so weiter. Und dem das auch ein Anliegen ist und der ganz viel Kirchengeschichte auch versteht und weiß. Und ich glaube, da ist so dieses, das ist mir sehr sympathisch als jemandem, der aus Südtirol kommt. Im Katholizismus ist ja auch so dieses Momentum des Vergebens angelegt. Alles nicht so schlimm, machst du 3 Vaterunser und danach ist die Welt wieder okay. Ja. Und das mag ich. Und diese Gnadenlosigkeit auf der anderen Seite, also sozusagen, wir haben Religion ersetzt durch Moral und teilweise wirklich Moralismus, das halte ich für ein Problem. Jan, fühlen Sie sich angesprochen von diesem letzten Satz? Dass wir Religion ersetzt haben durch Moral. Und Moralismus vor allem. Ich bin bescheuert und fange in der Kirche so eine Diskussion an, ganz ehrlich. Ich dachte, wir reden heute Abend über das Patriarchat und wie wir den Feminismus nach vorne bringen können, wir drei. Ja, kommen wir noch zu. Okay. Zwei Dinge.
Jan, in 3 Wochen... Das kann nur ein ironisches Klatschen sein, wenn hier 3 Männer sitzen und behaupten, sie bringen den Feminismus nach vorne. Nicht nur das Klatschen, war ironisch. Ja. Sogar der Satz, der zu dem Klatschen geleitet hat, war bereits. Das haben sogar wir mitbekommen hier auf dem Podium. In 3 Wochen wird gewählt. Ich erinnere mich an viele Gespräche. Wir beide haben auch darüber gesprochen. Der Wahlkampf hat eine ganz andere Wendung genommen, als wir zunächst dachten. Ist das für Sie ein Wahlkampf, der spannend ist? Oder ist es ein Wahlkampf, in dem Sie sagen würden, sowas Furchtbares habe ich noch nie erlebt? Also ich muss sagen, es ist sehr belastend tatsächlich. Man merkt, wie diese Unsicherheit, dieses langsame Realisieren, dass es nicht ewig weitergeht mit der ewigen Kanzlerin, so langsam einsickert in die Gesellschaft und dass es so eine dann doch Unruhe auslöst und auch so eine gewisse Übersättigung. Also ich habe das Gefühl, seit der Wahl des CDU-Vorsitzenden Anfang des Jahres hatten wir so ein wahnsinnig politisches Dauerfeuer, was sich aber eher weniger so in Inhalten niedergeschlagen hat. Es ging immer um Strukturen, immer um, wer macht jetzt was und kleine Verfehlungen. Kleine Verfehlungen, die aufgeplustert wurden. Und das ist ganz merkwürdig. Ich glaube, wir sind wirklich wie so eine, uns wird so eine ganz merkwürdige Trennungszeit bevorstehen, weil dieser Politikstil, der die letzten 16 Jahre so dieses Land benebelt hat und dieses ja fast Managementartige, das ist ja jetzt nicht... waren ja keine großen Visionen, die in den letzten Jahren irgendwie formuliert wurden. Wir wurden mit Politik nicht groß belästigt. Nee, genau. Das ist auch eine Qualität. Ich habe das Gefühl, da hat man sich so sehr mit eingerichtet. Eine ganze Generation ist damit aufgewachsen. Und jetzt macht sich so langsam die Erkenntnis breit, ach du Scheiße, das ist ja jetzt wirklich bald zu Ende. Und das finde ich ganz spannend, dass man dann so wirklich so im Affekt dann das letzte Zipfelchen sich noch greifen kann, was da noch ist, nämlich Olaf Scholz. Und dass der gerade so wie so ein Rettungsanker fast wirkt, zum ersten Mal wahrscheinlich in seinem politischen Leben. Und das ist, finde ich, bemerkenswert psychologisch. Wir müssen aufpassen, weil Sie sind in Hamburg. Aber ich bin geschützt durch die Kirche und in der Kirche hat die SPD nichts zu sagen. Olaf Scholz kommt bei Ihnen immer wieder ziemlich schlecht weg. Sie haben mal gesagt, dass Sie geträumt haben und da ist Ihnen Willy Brandt erschienen. Und der hätte zu Ihnen gesagt, Sie müssten lieber in die Politik, in der SPD was machen. Der Olaf Scholz ist eine Pfeife, bitte nicht Olaf fucking Scholz. Oder wenn Olaf Schulz SPD-Vorsitzender wird, ist die SPD weg vom Fenster, aus, finito, zu Ende. Ganz ist es so nicht gekommen. Nein, was haben Sie gegen Olaf Scholz? Ich kann das ganz schnell, ganz mit einem Satz abwehren. Ich halte Olaf Scholz für einen gefährlichen linksextremen Kommunisten. Ja, gut, das ist jetzt eine schöne satirische Anlehnung. Nee, und Willy Brandt ist mir tatsächlich erschienen. Gestern, als ich durch Berlin gefahren bin, habe ich mich wirklich gewundert, dass die SPD in Berlin mit Willy Brandt plakatiert. Und ich habe mich gefragt, ob das eventuell was damit zu tun hat, dass die SPD so eine Merkel-Fraktion in den letzten 16 Jahren in der Partei organisiert hat, die sich so programmatisch, aber auch vom Politikstil da angepasst hat. Und zwar so angepasst hat an diese Art des Regierens und der Politik, dass man gemerkt hat, es zieht nicht so richtig auf Plakaten. Deswegen greift man auf so alte Legenden zurück. In Berlin ist Willy Brandt plakatiert tatsächlich. Gut, aber meine Frage ging ja in Richtung Olaf Scholz. Was haben Sie gegen den? Ich verstehe die Art, wie er Politik macht. Und ich finde das auch persönlich interessant. Ich halte das aber für derzeit nicht angemessen. Ich glaube, dass tatsächlich das Formulieren von größeren Geschichten, also jetzt nicht im Sinne von Märchen, sondern das Formulieren von größeren Erzählungen, das glaube ich, ist eher erforderlich als das Wegmanagen von pragmatischen oder realpolitischen Problemen. Und dafür steht er und dafür steht die Art, wie er Politik macht. Und ich bin total offen, wer gewählt wird, ist mir relativ Wurst. Ich kann mit allen leben, aber ich finde das, glaube, es würde, glaube ich, gut tun, wenn es tatsächlich einen glaubhaften Anschwung geben würde. Wo sehen Sie denn jemand, der glaubhaften Anschwung geben könnte? Ich muss sagen, das Zukunftsteam von Armin Laschet hat mich schon auf eine Art begeistert, weil es auch, also... Das kommt auch so total rüber, ja. Weil das auch so ein Zukunftsteam, was sehr, sehr gegenwärtige Art hat, weil es so schnell entstanden ist. Ich bin da total offen. Ich habe alles schon gewählt und würde mich politisch zwischen KPD und NPD verorten. Geht Ihnen das nicht auch so? Ich meine, Sie machen doch auch politischen Journalismus, Sie sitzen auch in der Redaktion. Gibt es da nicht mal eine Stimme, die bei Ihnen sagt,
so lange, können wir nicht mal was anderes mal ausprobieren? Ist das also? Doch, die Fraktion ist ja sehr stark, die sagt, alles für den Klimaschutz und wir brauchen eine radikale Wende. Naja, aber das ist ja trotzdem, keine Frage von Parteipolitik, alles und, für den Klimaschutz. Und trotzdem ist jemand, im Moment liegt jemand vorne, den alle abgeschrieben hatten und der eher für das Versprechen steht, wir machen zwar was, aber es wird nicht ganz so schlimm für euch. Markus, ich glaube, für dich war es auch eine Überraschung, diese Wende hin zu Olaf Scholz. Wie erklärst du dir denn dieses Aufgehen des Sterns, des Kometen Scholz zu Lasten des bei dir zuerst gegrillten Armin Laschet? Also man könnte sich einfach machen und sagen, naja gut, das sind vor allen Dingen die Fehler der anderen. Ne? Und dann könnte man auch mal lange darüber sprechen, finde ich, wie wir eigentlich politisches Spitzenpersonal rekrutieren. Ich finde, das wäre mal eine interessante Debatte. Und die bräuchten wir tatsächlich, meiner Meinung nach. Also wenn man sich, bestimmte Leute anschaut, Heiko Maas zum Beispiel. Warum ist Heiko Maas Außenminister? Heiko Maas ist Außenminister, weil irgendwann es eine Achse gab, ich meine, zwischen diesen drei Menschen, zwischen Schulz, Scholz und Andrea Nahles, gab es nicht sehr viele Gemeinsamkeiten, aber eine schon, nämlich die gemeinsame Abneigung gegen Sigmar Gabriel. Und um den zu verhindern, hat man sich zusammengetan und dann wollte Martin Schulz selber zugreifen. Wir erinnern uns diese legendäre Geschichte, ich werde niemals am Kabinettstisch von Angela Merkel Platz nehmen. Das haben ihm dann seine Anhänger übel genommen und dann musste er das wieder zurückziehen. War sozusagen der Versuch, die missglückte Kanzlerkandidatur irgendwie zu retten. Und dann hat man sich auf Heiko Maas geeinigt. Und ich glaube, weil er einfach keinem der drei in irgendeiner Form gefährlich werden konnte oder sollte. Dachte man jedenfalls. Dachte man, ja genau. Und ich glaube, derjenige, der am meisten davon überrascht war, dass Heiko Maas Außenminister wurde, war Heiko Maas. Und der sich dann immer Mühe gegeben hat. Ja, und das Gleiche hat man bei Annegret Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin geworden ist, obwohl sie auch gesagt hat, ich gehe nicht in dieses Kabinett. Ich möchte mich ganz der Arbeit der Partei widmen. Und als dann plötzlich Ursula von der Leyen diesen kleinen Karriereknick zu haben und Berateraffäre und so weiter und sich dann sozusagen wegmachte nach oben, nämlich als EU-Kommissionspräsidentin. Da war ja plötzlich der eben vorhin hier gewesene Jens Spahn, der Mann, der eigentlich Verteidigungsminister werden sollte. Und der galt damals als kanzlertauglich. Ja. Und das war der Moment, in dem Annegret Kramp-Karrenbauer zugriff und sagte, nee, warte mal, also dann gehe ich jetzt doch in dieses Kabinett. Und alles, zack, alles Verteidigungsministerin. Richtig, aber und genau so. Die Brücke jetzt zu Scholz. Nee, genau. Und ich glaube, die Leute merken das. Es ist die innere Parteilogik am Ende. Es war die Parteilogik und es war vor allen Dingen Wolfgang Schäuble, die einfach aus Angst um die CDU gesagt haben, wir müssen diesen Söder, wir müssen diese CSU, das müssen wir verhindern und deswegen muss es einer von uns sein. Und das war Gott gegeben in dem Fall sozusagen Armin Laschet. Und bei Annalena Baerbock war es am Ende auch Ideologie. Also die innere Logik der Partei. Warum Ideologie? Ne, weil es dann, Robert Habeck hat das ja selbst öffentlich mehrfach gesagt. Er hat gesagt, wenn Annalena die Frauenkarte spielt, dann wird sie es machen. Aber die Annalena wird das nicht machen. Überraschenderweise hat sie es dann trotzdem getan. Und deswegen sind da jetzt diese Leute und wir müssen mit ihnen klarkommen. Und Olaf Scholz, ich sage auch gar nicht, dass das schlechte Leute sind. Und ich bin auch überhaupt nicht so pessimistisch, wie das bei Jan eben möglicherweise klang. Ich glaube nur, dass Olaf Scholz ist einer, der steht, das ist ein Profi. Das ist einer, der im kleinen Kreis damit kokettiert, dass niemand weiß, was er wirklich denkt, wenn er so Olaf Scholzig guckt. Und ich glaube, das ist eine Qualität. Also Olaf Scholz kann so gucken, dass nicht mal Wladimir Putin weiß, was er gerade denkt. Und das muss man erst mal hinkriegen. Also insofern, das ist ein Profi, der Verwaltung kann, Jan stöhnt gerade. Ja, aber es ist doch, du kannst ja nicht Politiker danach auswählen, ob die gucken können, damit keiner weiß, was sie denken. Stopp. Es gibt noch ein, also zum Thema Visionen. Richtig ist, dass Olaf Scholz gemeinsam übrigens mit dem großen Bäumeumarmer und Bienenzüchter Markus Söder derjenige war, der in den letzten Koalitionsverhandlungen eine deutlich höhere CO2-Bepreisung absolut verhindert hat. Das ist Olaf Scholz gewesen. Das ist öffentlich gar nicht so bekannt. Aber wenn man mal nachfragt, kriegt man genau diese Antwort. Nur es gibt ein Programm. Es gab vor ein paar Jahren schon ein Buch von Olaf Scholz, Hoffnungsland.
Da steht ganz vieles von dem drin, was er jetzt versucht umzusetzen. Und da, wenn man sich damit mal beschäftigt, da steht der Mindestlohn für 12 Euro zum Beispiel schon drin. Zu einer Zeit, als niemand über 12 Euro Mindestlohn auch nur laut nachgedacht hat. Das hat er damals aufgeschrieben. Das heißt, für mich stellt sich das schon dar, dass da einer ist, der einen lang gehegten und auch sehr konsequent durchgezogenen Plan hatte. Und das nenne ich einfach nur professionell. Das ist alles. Jan, dein Gesicht drückt Leiden aus. Ja, ich finde das wichtig, dass man in der Lage ist, in seinem Gesicht anzudeuten, was man denkt. Mhm. Und das ist eine Sache, die nicht nur negativ ist. Mhm. Also in meinem Beruf ist das wichtig. Und ich finde diese Phantom-Diskussion darüber, wer Kanzlerkandidat wird, stützt sich auf jeden Tag von 7 verschiedenen aus dem Boden geschossenen Meinungsforschungsinstituten durchgeführten Umfragen, die sich jeden Tag ändern. Und die überwiegende Mehrheit der Leute ist. Wer Kanzler wird. Wer Kanzler wird, genau. Ist die überwiegende Mehrheit der Leute ist noch überhaupt nicht, weiß noch gar nicht, wen er am Ende oder sie am Ende wählt. Und entsprechend ist das, sind wir wirklich an so einem Punkt angekommen, wo derjenige Kanzler wird, wo das Meinungsforschungsinstitut INSA sagt 25%. Also das ist momentan der Stand der Debatte im Wahlkampf, 3 Wochen vor der Wahl. Inhalte ist wirklich völlig weg, sondern wer guckt wie und welche Umfragen sind gerade. Und das ist irgendwie sehr anstrengend, finde ich das. Ich empfinde diesen Wahlkampf als den friedlichsten, an den ich mich erinnern kann. So kann man es auch sagen. Ja, ja. Es wird manchmal so getan, als ob der besonders ruppig ist. Das halte ich für. Es gibt kluge Menschen wie Maya Göpel, die haben getwittert, das sei Wahlkampfkrieg, was jetzt im Zusammenhang mit Frau Baerbock passiert ist. Aber da erinnern sich, glaube ich, nicht so richtig wie andere Wahlkämpfe. Auch vor einigen Legislaturperioden noch liefen. Ich glaube, Peer Steinbrück ist so demoliert worden, auch hier großer Hamburg-Bezug, dass er im Prinzip gar keine Chance hatte, schon vor der Wahl, auch von den Medien. Mhm. Sie sind hier und ich bin sehr glücklich darüber, weil ich finde, dass Sie beide sehr viel politische Macht haben. Voller Einkommen. Doch, ich finde, dass Markus Lanz wahrscheinlich die wirkungsvollste politische Bühne im Moment im Fernsehen hat, die es gibt. Und bei Jan Böhmermann, das wissen alle, die ihm folgen, aber vielleicht nicht alle Leserinnen und Leser, die uns jetzt zuschauen und Sie vielleicht auch nicht alle, hat einer der größten digitalen Communities überhaupt 2,3 Millionen folgen ihm auf Twitter. Das ist das Level von literarischen Weltstars wie Roberto Saviano, der Autor von Gomorra, der Fernsehserie und des Buches. Er hat neben Zeitverbrechen, das muss ich einfach mal so sagen, einen Podcast, der zu den erfolgreichsten der Welt zählt, mit dem wunderbaren Olli Schulz. Und er hat diese Sendung und setzt immer wieder Themen, die dann so in die Medien diffundieren. An einige Aktionen erinnern sich wahrscheinlich hier alle, die Varoufakis, der Stinkefinger, an die Aktion Vera in Feen, Schwiegertochter gesucht. Herrlich, vor kurzem erst das Parodiemagazin Yellow Press gewidmet Hubert Burda. Ich weiß, ich müsste nachschauen jetzt auf meinen Karteikarten, wie genau die Zeile war, aber sie war sinngemäß so, wie ich mit Inkontinenz, Impertinenz und was Drittes Millionen verdient habe. Wie erklärt es sich, dass Leute, die komplett, wie ihr beide, du kommst aus der Unterhaltung, sie sind offiziell Satiriker, einen so großen politischen Einfluss haben? Also, um nochmal diese... Und Entschuldigung, ich habe natürlich vergessen, die Erdogan-Staatsaffäre, die dazu geführt hat, dass ein Gesetz geändert worden ist und dass jetzt eine Verfassungsbeschwerde über eine Verfassungsbeschwerde entschieden werden muss. Ja, hoffentlich wird die entschieden. Keine Ahnung. Also erstmal möchte ich noch hinzufügen, dass man das durchaus nicht als ins Negative oder Positive wertend sehen sollte. Ob das jetzt auch stimmt, dass das politisch jetzt besonders, dass wir jetzt hier besonders politische Macht haben, wie man das findet und ob das stimmt, das lassen wir mal dahingestellt. Aber ich würde schon noch mal anknüpfen an diese Idee der größeren Ideen oder der größeren Erzählungen. Wir sind beide aus der Unterhaltung, das machen wir uns mal nichts vor. Wir sind keine Leute, die klassisch im Handwerksraster von Journalismus groß geworden sind, sondern wir sind quasi über den Schleichweg Unterhaltung an diese Themen herangeraten. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wenn man, also ich spreche jetzt mal für mich, das siehst du vielleicht anders, aber wenn man als Clown
das ist so der Begriff, mit dem ich mich am ehesten identifizieren kann, denkt man ja ganzheitlich. Also das ist quasi, du setzt deine ganze, ob das nun viel oder wenig ist, ist mal dahingestellt, aber deine gesamte dir zur Verfügung stehende intellektuelle Kapazität darauf, alles zu erfassen und mit allem zu arbeiten. Lächerlichkeit oder sich lächerlich machen ist keine Kategorie, wenn man ein Clown ist. Das hat viele Vorteile. Man kann zum Beispiel mehrmals, wenn man sitzt, die Beine überschlagen, man kann sich anders hinsetzen, man ist anders in sich und man ist vor allen Dingen in der Lage, wenn man in einer Unterhaltung ist, andere größere Erzählungen zu finden und zu sehen, weil man kein Risiko eingehen muss oder nicht so ein großes Risiko eingehen muss, wie zum Beispiel ein klassischer Journalist, der im Handwerk denkt und der in Belegen denkt, in Quellen denkt und der, den man es, glaube ich, viel übler nimmt, wenn der mal so einen Künstler-Move macht und versucht, über eine Grenze zu schauen oder auf einer Grenze zu balancieren und Leuten zu zeigen, was dahinter steht. Mhm. Und das ist das Privileg und der Vorteil von Unterhaltung im Vergleich zum E-Bereich. Und ich finde es besonders spannend, dass wir über den U-Bereich an den E-Bereich herangeraten sind. Und ich glaube auch, weil es an großen, größeren Erzählungen mangelt. Ich glaube, das ist einer der Gründe. Mhm. Und dass wir das relativ risikolos als Unterhalter einfacher machen können. Und ich glaube auch, dass es nur eine Phase ist, die irgendwann wieder vorbei sein wird. Und die nicht unbedingt deswegen vorbei sein wird, weil wir damit aufhören, sondern weil die Notwendigkeit nicht mehr da ist, dass wir das tun. Vielleicht müssen wir noch erwähnen, die unglaubliche Wirkung, die Rezo gehabt hat. Ja. Mit seinem Zerstörung der CDU Teil 1, Teil 2. Ja, mehr vernünftige Quellenbelege als in der Master- und Doktorarbeit von Franziska Giffey. Und wird deswegen ernst genommen. Master und Doktor. Master und Doktorarbeit. Das ist interessant. Die Doktorarbeit ist abgehalten, jetzt ist die Masterarbeit gerade dran. Ich weiß. Ja, genau. Nee, aber wird deswegen rumgeschickt, weil das ja für viele Leute fast frivol wirkt. Wie fällt ihm ein, mit dem blauen Haaren vor seiner YouTube-Kamera eine Stunde lang über die CDU zu reden? Mhm. Und das gucken 9 Millionen Leute innerhalb von einer Woche. Ne? Das ist nicht nur schöne neue Welt, sondern wenn man das in journalistischen Kategorien denkt, ganz einfach runtergebrochen, da hat es jemand geschafft, komplexe Inhalte für ein großes Publikum so aufzubereiten, dass dieses Publikum das versteht. Das ist natürlich auch was Journalismus leistet. Obwohl Sie leisten muss. So viele Sendungen im Jahr bestreiten, sind Ihre Äußerungen über die eigene Arbeit, die reflektierenden, eher selten. Das gilt auch für Markus Lanz. Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie durch Ihre Sendung auch politisiert und ein Stück weit auch erzogen worden sind. Wieso? Naja, man begegnet den Leuten, man fängt an, sich wirklich mit dem Argument auseinanderzusetzen. Also meine Arbeit ist dann schon noch mal eine andere als die von Jan Böhmermann. Bei uns geht es am Ende eigentlich um Dialektik. Ja? Also ich kenne das Argument und dann ist es wichtig, das Gegenargument zu kennen. Und es schlicht und ergreifend auch deswegen zu kennen, damit sich jemand, der vorm Fernseher sitzt, einfach dann im Zweifel auch ein Urteil bilden kann. Ja? Das ist eigentlich ganz simpel. Und natürlich, wenn man sich dann Tag für Tag mit den Leuten beschäftigt und dann auch bestimmte Abgründe auch mitkriegt. Ich erinnere mich zum Beispiel, es fällt der Name schon wieder, Sigmar Gabriel, als der damals als Außenminister plötzlich in seiner eigenen Partei auf der Kippe stand, weil er, glaube ich, irgendwann gab es halt in der SPD keinen mehr, den Sigmar Gabriel noch nicht beleidigt hatte. Und dann war halt vorbei. Aber war ein sehr erfolgreicher Außenminister und auch ein echtes Schwergewicht, politisch meine ich. Und jemand, der die Dinge sehr klar gesehen hat, mit dem man, von dem man andere Sätze hört, als beispielsweise von Heiko Maas gelegentlich, dessen Standardfloskel immer ist, darüber wird zu reden sein. Ich denke mal, ja, sicher wird darüber zu reden sein, aber was? Und dann kriegt man halt mit. Mit dem Arm, Mark, mit dem Arm Heiko Maas hast du es heute Abend. Nein, gar nicht. Nein, es geht darum, einfach, wenn es halt immer wieder, und an dem Punkt waren wir dann irgendwann, wenn du dann immer wieder mit den gleichen und denselben Phrasen konfrontiert bist, dann muss irgendwann halt der Phrasenmäher kommen. Und da muss man nachfragen und sagen, was meinen Sie denn damit eigentlich? Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, 2015 darf sich nicht wiederholen? Was genau steht denn dahinter? Erklären Sie es doch mal. Und durch die Erfahrung dieser Fragestellung, durch den Versuch, da wirklich was Substanzielles rauszulocken, hat sich die Sendung dann weiterentwickelt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Wenn man gesehen hat, ich meine, ist ja, was erstaunlicher ist ja, dass zum Beispiel eine Sendung, die sich kaum ein anderer, also niemand würde, glaube ich, außer Ihnen, außer dir, 4 Journalisten oder 5 Journalisten einladen, die dann darüber reden,
Wie frei fühlen Sie sich, wenn Sie heute Ihre Texte sprechen oder aufschreiben? Und das hat dann trotzdem 14,2% Quote und Millionen Publikum. Ja, das sind doch Dinge, die man unter dem Quotendruck, den auch die Öffentlich-Rechtlichen haben, vor Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Ja, tatsächlich ist das mit dem Quotendruck etwas, das, davon haben wir uns immer weitestgehend freigemacht. Ich finde, wenn dieses System einen tieferen Sinn hat, dann ist es genau das. Dass du genau diese Ecke nicht unbedingt so bis ins Letzte ausleuchten musst, sondern ich finde, am Ende geht es doch darum, den Leuten was Substanzielles zu erzählen. Und ich merke bei mir selber manchmal auch so eine gewisse Ungeduld, vielleicht ist es auch Altersradikalität, ja, man wird... Mit 52 will ich nur mal so... Nee, aber der Punkt ist, also wir haben dann Sendezeit. Und wenn die dann wieder vergeudet wird, einfach mit Nebelkerzenweitwurf, dann kann ich damit irgendwie nichts anfangen. Und dann habe ich einfach das Gefühl, jetzt lass uns doch mal bitte hart zur Sache reden. Und wenn ich weiß, da sitzt jetzt einer von der CSU und sagt mir, wir stehen wirklich voll hinter Armin Laschet, denke ich, okay, das können wir jetzt gerne so versuchen, aber das glaubt dir doch keiner. Und im Zweifel... Das heißt, du erträgst die Floskel nicht. Ist das richtig verstanden? Bitte? Du erträgst die Floskel. Ja, das ist jetzt vielleicht zu weit, aber man darf die Leute dann damit natürlich nicht davonkommen lassen. Und die Guten wissen das ja auch. Das wissen die doch ganz genau. Also die gehen das Spiel dann ja auch mit. Und am Ende, man sollte da immer schön bescheiden bleiben, am Ende kann es doch nur darum gehen, vielleicht auch nonverbal was zu sehen, einen Moment der Unsicherheit, einen Moment der stillen Verzweiflung. Und was wichtig ist, und da bin ich dann tatsächlich sehr bei Jan Böhmermann, es ist schon auch wichtig, diesen Moment der Erlösung zu haben. Es ist wichtig, dann auch mal gemeinsam zu lachen. Ja? Also mit einem humorigen Angang knackt man die Leute im Zweifel einfacher, als wenn man sie sozusagen brutal anschreit. Das funktioniert natürlich nicht. Jan Böhmermann sagt, er sei ein Clown. Ich halte das allenfalls für einen Teil der Wahrheit, weil er macht ja, oder Sie machen ja jetzt ein journalistisch sehr ambitioniertes Programm. Auch die Ankündigung durch Ihre Redaktion versucht erst gar nicht, das irgendwie zu verbergen. Es ist, mischt also die klassischen Elemente einer Late-Night-Show mit gut recherchierten Journalismus. Und haben offenbar auch nicht Angst, oder jedenfalls keine spürbare Angst, ob das viele Leute anspricht oder nicht. Gestern die Sendung habe ich mir natürlich angeschaut in Vorbereitung der heutigen Veranstaltung. Da ging es um Manipulation bei Wikipedia. Das war sehr anspruchsvoll, weil auch nicht sofort zu verstehen, jedenfalls nicht um 23.30 Uhr. Von der Quote ist es bestimmt nicht Ihre erfolgreichste gewesen. Es war sogar die schlechteste Sendung. So, ich wollte es nicht so drastisch ausdrücken. Ja, aber warum nicht sagen, was ist? Sagen, was ist. Aber das ist ja, sind ja nicht wir. Hat hier das in Hamburg ja Tradition. Okay, falsche Zeitschrift. Ist sozusagen der Erfolg, den Ihre Sendung hat, von der Zuschauerbeteiligung für Sie ein, jetzt auch keine Floskel, ein wichtiges Kriterium? Ach nö, also ich habe jetzt 7 Jahre lang bei ZDF Neo abgehangen. Also von gut, dieser, von dieser, ja, aber von dieser Kategorie bin ich tatsächlich auch aus reiner Ignoranz wirklich komplett befreit. Also ich freue mich immer, wenn die Quoten gut sind und wenn die Sendung gut war und wir ein interessantes Thema so aufbereitet haben, dass wir hinterher als Redaktion sagen, das ist interessant und lustig und bringt irgendwie eine neue Erkenntnis, dann ist das wirklich befriedigend und das ist tatsächlich, würde ich sagen, dass es im Sender nicht wichtig ist, das ist, wäre jetzt kokett. Das ist natürlich wahr, dass das trotzdem eine Kategorie ist, auch im Öffentlich-Rechtlichen. Für Sie? Für mich persönlich, ich bin schon, wenn es richtig schlecht ist, schlecht gelaunt. Aber man läuft halt nicht, ich laufe nicht hinterher und versuche eine Sendung herzustellen, die eine gute Quote macht, weil das, glaube ich, langfristig nichts bringt. Und genau. Ich wollte eben einhaken, als du Dialektik gesagt hast, weil mir ist eine Sache, würde ich gerne mal versuchen, hier zu besprechen, weil es Sie beide betrifft. Und zwar, ich komme deswegen drauf, weil ich gestern in der Urania in Berlin war. Und das war eine große Preisverleihung, wo ganz tolle Wissenschaftler die Urania-Medaille für Wissenschaftskommunikation bekommen haben. Und Sie haben die Laudatio Dr. Drosten und Frau Professorin Sandra Ziesek aus Frankfurt und Dr. Drosten aus Berlin eine Professorin, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, hat auch eine Medaille überreicht bekommen. Und im Anschluss ging es auch, war ein Triell, es saßen auch drei Wissenschaftler, die gerade einen Preis bekommen haben, auf dem Podium. Und die haben sich über eine Sache unterhalten, die uns auch betrifft, also deine Sendung betrifft, ihre Zeitung betrifft. Die betrifft das Gegenüberstellen von Dingen, die man vielleicht nicht unbedingt gegenüberstellen kann. Legendär der Zeitsatz,
Oder sollen wir es lassen? Ne? Also Sie wissen, in Bezug auf die Mariam Lau. Auf die Rettung von Geflüchteten. Und bei dir in der Sendung, das Einladen von so Leuten wie Hendrik Streeck und Alexander Kekulé, wo man fachlich wirklich sagt, das ist keine gute Idee. Wer sagt und das? Die Leute, die Ahnung haben davon. Also wenn du mit Wissenschaftlern sprichst, die seit Jahren an diesem Thema forschen und auf einmal taucht da irgendwie ein Hallenser Mikrobiologe auf, der nichts publiziert hat und sitzt in der Sendung. Ja komm, du hast über Heiko Maas gelästert, das ist viel riskanter, der hat viel mehr Macht als Alexander Kekulé. Ich glaube. Nee, und also, ich habe nicht gelästert. Okay, pass auf. Ich habe nicht gelästert. Ich habe lediglich ein paar Dinge in einen Kontext das gestellt. Das sieht Heiko Maas sicherlich ein bisschen anders, Markus. Du musst dich mit dem zusammensetzen. Also ich habe nichts gegen Heiko Maas. Ich mag den persönlich sogar sehr. Ich habe ihn zwar noch nie getroffen, aber ich würde ihn bestimmt mögen. Wenn der im Kabinett Scholz der Medienminister wird, dann wird es eng. Ich weiß. Nee, aber was ich eigentlich da ist ja ein Vorwurf. Ich versuche das sehr diplomatisch zu formulieren. Die berühmte False Balance. Die berühmte False Balance. Du sagst das schon so. Der Vorwurf ist, wie könnt ihr... Lass mich meinen Vorwurf selbst formulieren. Okay, aber du hast ihn ja schon. Ich finde es schwierig, wenn man Leuten eine Bühne gibt, die eine Meinung vertreten, die man nur deswegen veröffentlicht, weil man sagt, man muss auch die andere Seite sehen. Und es gibt Meinungen, die sind so durchtränkt von Menschenfeindlichkeit oder so motiviert von Dingen, die nichts damit zu tun haben, und zwar ersichtlich, dass ich mich manchmal frage, warum einige Leute bei dir sitzen. Menschenfeindlichkeit, was meinst du? Naja, es gibt Positionen, die im Kern menschenfeindlich sind. Also die Frage, oder sollen wir es lassen? Ja gut, das kann ich sofort beantworten. Naja, aber die Frage, wie kann denn sowas passieren? Also erstmal möchte ich... Wurde ja nicht bei uns gestellt, nur mal das mal klarzustellen. Also, ich warte noch auf die Menschenfeindlichkeit. Versuchen wir das doch einmal zu strukturieren. Ja. Das war eine Überschrift über ein Pro und Contra zur Seenothilfe. Und da gab es die Autorin, die gesagt hat, dass sie die Seenothilfe, so wie sie praktiziert wurde von diesen NGOs, fragwürdig findet. Unter anderem auch deswegen, weil sie das Geschäft der Schlepper befördern. Das kann man angreifen, aber das ist eine Position, die man aufschreiben kann. Darüber haben sich übrigens auch nicht viele Leute aufgeregt. Aufgeregt haben sich, ich möchte den Satz zu Ende führen, über diese Überschrift, oder soll man es lassen? Das war eine Fehlleistung eines Redakteurs, der am Schluss über diesen Pro und Contra eine Überschrift machen musste, also mehrere Redakteure. Dafür haben wir uns, sowas hat es in der Geschichte der Zeit noch nie vorgegeben, in aller Form entschuldigt. Das war aber nicht, dass wir jetzt durch diese Überschrift anzeigen, wir geben einer bestimmten Position ein Forum. Ich finde auch, zu einem Journalismus oder zu einer Satire, die glaubwürdig ist, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass man Fehler machen kann. Fehler macht und sich dafür entschuldigt. Alles andere finde ich auch sehr selbstgerecht. Ich verstand überhaupt nicht für irgendeine Position. Nein, das war jetzt auch gar nicht, soll jetzt auch nicht als globales Abwerten gemeint sein, aber man muss sich ja schon die Frage stellen, wie kann es dazu kommen, dass eine derartige Zuspitzung offensichtlich publizistisch gefordert ist. Also gefordert das Risiko, dass Leute wie wir, jetzt auch mal selbstkritisch mit Blick auf meine Arbeit, dass Leute wie wir auch Journalismus machen, birgt in sich das Risiko, dass wir für die Bühne und für den Effekt arbeiten. Und wenn man für den Effekt arbeitet, also für den einfachen Applaus, ohne das jetzt wirklich einfach in den Raum gestellt, auch ganz explizit mit Bezug zu meiner Arbeit, dann ist natürlich immer ein Risiko, dass man dann in Kauf nimmt, eben sowas wie False Balance zu riskieren, weil man weiß, es kracht in der Sendung. Und das so zu justieren, dass es trotzdem noch so eine Glaubwürdigkeit hat und dann eben nicht als Spektakel, was am Ende verpufft, geplant ist. Das ist so die Herausforderung, glaube ich, die man hat, wenn man aus der Unterhaltung kommt. Also zumindest geht es bei uns in der Redaktion. Also wir reden da sehr drüber. Der Vorwurf war ja sehr konkret. Wie kann man jemand wie Kekulé oder Streeck einladen? Okay, nochmal mehrere Punkte. Also das eine ist der Vorwurf, Leute einzuladen, damit es kracht. Das ist absolut kein Prinzip unserer Sendung. Und wer unsere Sendung regelmäßig sieht, weiß das auch.
Wir setzen uns argumentativ auseinander. Wir setzen ganz gezielt nicht eine Linkspolitikerin, meinetwegen mit Alexander Gauland, in eine Sendung, um es mal so zuzuspitzen. Ich habe das gerade in dieser Woche irgendwie bei den Kollegen der ARD gesehen. Da war es so ähnlich, da war es Beatrix von Storch. Kann man alles so machen, ist alles okay. Und auch da würde ich nicht unterstellen, dass irgendjemand den Krawall wollte. Aber also die Unterstellung, wir wollen Krawall, ehrlich gesagt, Jan, aus deinem Mund, der Wörter in den Mund genommen hat, Entschuldigung, mit jemandem wie Herrn Erdogan, Wörter benutzt hat, von denen ich sagen würde, boah, muss man das so machen? Also von dem den Vorwurf dafür einzufangen, dass das Krawall ist, das finde ich steil. Nein. Ich habe ja nicht gesagt, dass das Krawall ist. Nee, das finde ich steil. Ganz ehrlich, das finde ich wirklich steil. Markus, ich hab die Frage in den Raum gestellt, ob wir uns, wenn wir Unterhaltung machen, nicht überlegen müssen, ob es eventuell ein Risiko gibt, was wir als Unterhalter vielleicht manchmal nicht sehen, weil wir für den Effekt arbeiten. Nicht Effekt. Wir kommen beide aus der Unterhaltung und wir sind beide keine klassischen Journalisten. Aber wir haben trotzdem... Das sagst du so. Ich habe ein ganz normales Volontariat durchlaufen. Ich will nur sagen, das steht immer so im Raum. Ich komme eigentlich gar nicht. Bei Radio Bremen. Das ist jetzt aus der Unterhaltung. Was soll das denn heißen? Was ist die Unterhaltung? Entschuldigung, das ist nur eine Erklärung. Ich will nur sagen... Also habe ich eine große Affinität zu. Der Vorwurf, wenn man jemanden wie Herrn Kekulé beispielsweise... Herr Kekulé hatte im Spiegel eine Geschichte, wo er als Hochstapler diffamiert wurde. Das finde ich steil. Und zwar mit Fragezeichen. Wenn so ein Titel, muss ich Giovanni nicht erzählen, ein Titel mit Fragezeichen hinten versehen ist, ist Alexander Kekulé ein Hochstapler, dann wissen wir alle, dass die juristische Abteilung im Hintergrund sehr, sehr intensiv gearbeitet hat und gesagt, pass auf, das könnt ihr so nicht halten. Was zum Teufel macht ihr da eigentlich? Ja, setzt wenigstens ein Fragezeichen dahinter, weil wenn die Klage kommt, dann haben wir zumindest juristisch einen Notausgang. Aber die Frage muss auch bei deiner Einladung sein. Du musst auch, wenn du Gäste einlädst, musst du auch die Frage, ist das denn ein Virologe, der den Platz, den ich ihm gebe, verdient? Ja, und die Antwort ist ja. Ja. Absolut. Alexander Kekulé hat jahrelang die Regierung in genau solchen Fragen beraten. Aber wie schützt du dich denn vor Thomas de Maizière war der Mann, der mit ihm in diesen Kommissionen gearbeitet hat. Otto Schily auch übrigens. Thomas de Maizière ist ja nicht abgelöst worden wegen False Balance oder weil er virologisch versagt hätte, ne? Soweit ich weiß. Ich will nur sagen, das ist schwierig. Und was genau ist konkret der Vorwurf? Jemand wie Henrik Streeck, deswegen hebe ich so auf den Spiegel ab, aus der Wissenschaftsredaktion des Spiegels kam auf eine sehr jakobinische Art, und ich kann das auch mal öffentlich machen, weil es auch öffentlich passiert ist, kam in einer Blattkritik mir gegenüber und auch gegenüber meinem Partner, meinem Redaktionsleiter, Markus Heidemanns, kam dieser Vorwurf auch noch mal öffentlich, dieser False Balance. Konkrete Frage lautete, wie fühlen Sie sich eigentlich, wenn Sie verantwortlich sind für den Tod von Tausenden von Menschen an mich? Das finde ich in dem Zusammenhang eine harte Frage. Derselbe Spiegel, der Henrik Streeck monatelang für ein Porträt begleitet hat, gibst du ihm genau dieses Forum. Und nochmal, Henrik Streeck, Entschuldigung, ist Direktor der Virologie in Bonn, ist ein weltweit anerkannter Wissenschaftler, vor allen Dingen im Bereich von HIV, ist jemand, dessen Gangl-Studie weltweit auf große Resonanz und auf großes Interesse gestoßen ist. Also wer sind wir, dass wir uns anmaßen zu beurteilen, ob jemand wie Henrik Streeck was drauf hat oder nicht? Leiter einer Redaktion. Wer ist von die Leuten? Wissenschaft, Jan? Wer ist die Wissenschaft? Wir sind Leiter einer Redaktion. Im weitesten Sinne als Moderator bist du, wenn du zwar nicht Chefredakteur bist, aber du bist Leiter und stehst einer Redaktion vor. Absolut. Und bist damit auch verantwortlich dafür, dass die Redaktion, die du leitest, eine Qualitätskontrolle, eine inhaltliche Kontrolle der Leute, mit denen du zu tun hast. Ich beziehe das auch auf mich. Wir setzen uns ja jetzt hier inhaltlich auseinander. Ja. Der Vorwurf, der am meisten und wo er auch diskreditiert wurde und lächerlich gemacht wurde, Henrik Streeck war, ich kenne ihn ganz genau, war der Satz, wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben.
Was heute alle sagen. Entschuldigung, heute ist dieser Satz absoluter Common Sense, heute ist dieser Satz Basiswissen. Ja. Dieses Virus wird endemisch und jemand wie ich muss jetzt hier nicht Hendrik Strick verteidigen, aber wirklich schwierig, diese False Balance meint, das war die Frage, sozusagen einer schlechten Sache im Sinne der Dialektik quasi auch ein Forum zu geben. Genau. Das ist gemeint, also die eine falsche Balance, weil es im Zweifel katastrophale Konsequenzen hat. Ich kann diese Konsequenzen nicht sehen und ich will noch eine Sache ganz kurz sagen. Es ist ja nicht so, dass alles das, was an Corona-Politik passiert ist, dass das unumstritten gewesen wäre. Wenn das alles so eindeutig wäre, wenn das alles so einfach wäre, dann hätten wir eine so massive Spaltung der Gesellschaft, wie wir sie auch in diesem Land mittlerweile haben, hätten wir nicht. Dann hätten wir uns alle einigen können auf ein paar ganz bestimmte Standards und hätten das genauso gemacht, wenn das alles so einfach gewesen wäre. Und ich sage dir, Jan, das ist meine tiefe Überzeugung, es ist auch wichtig, auch für die psychische Hygiene, lass es mich mal so sagen, ist vielleicht ein blöder Begriff, aber auch oder für einen Moment der Erlösung, dass da auch mal einer sitzt, der sagt, pass auf, man kann natürlich immer der Reiter der Apokalypse sein und den Teufel an die Wand malen, aber Leute, entspannt euch, wir werden es überleben, wir werden da irgendwie durchkommen und ich sage euch, wir werden lernen müssen, mit diesem Virus zu leben. Und ich kann dem nichts Falsches abgewinnen. Letztes Zitat zu dem Punkt, Klaus Ruhe Madsen, der allseits respektierte Bürgermeister, Oberbürgermeister von Rostock, der versucht hat, ganz andere Wege zu gehen, der damit sehr, sehr erfolgreich war und der von Anfang an gesagt hat, Leute, wir stellen uns zum Teil die falschen Fragen. Und wir zerstören, neben der ganzen medizinischen Problematik, wir zerstören Existenzen, wir zerstören Wohlstand. Das wird uns alles noch auf gewaltige Weise beschäftigen. Dieser Klaus Ruhe Madsen saß mit Hendrik Strick in unserer Sendung und sagte, Sie sind für mich, ich weiß nicht mehr, wie er es ausgedrückt hat, aber sagte, Sie sind für mich sinngemäß sowas wie ein Leuchtturm. Einer, der den Leuten auch mal etwas anderes erzählt, außer Abgrund, Tod und Verderben. Das ist mein Punkt. Und deswegen nehme ich diese Kritik auch an dem Punkt so absolut nicht an. Und ich weiß auch, Jan, bitte, weil du gerade vorhin die Menschen genannt hast, mit denen du da zusammengesessen hast. Also, Drosten war der Vorgänger von Streeck an der Virologie in Bonn. Ja, und dann ist er mit seinen Mitarbeitern zur Charité gegangen. Genau. Und dann war das Institut leer und dann kam Hendrik Streeck. Und das wollen wir jetzt Hendrik Strick vorwerfen? Nein, nein, aber wir drücken uns... Was werfen wir Hendrik Strick? Sag mal zwei Dinge. Wir wollen es ja heute Abend selbst bespiegeln. Und wenn wir das machen wollen, dann sollten wir das auch tun. Und ja, dann müssen bin wir ich doch dabei. Deswegen bitte ich dich... Nein, aber formulier doch nicht einfach so einen allgemeinen Vorwurf. Ich setze mich gleich auf die Stuhlkante, dann komme ich auch nah an dich ran, Markus. Ja. Weil ganz ehrlich... Warum weichst du jetzt aus? Nein, ich weiche nicht aus, ganz im Gegenteil. Dann sag doch mal konkret zwei Argumente von Hendrik Strick. Ich möchte in Frage stellen, dass das eine Kategorie ist, dass es ein schöner Effekt ist, wenn jemand erleichtert ist, dass man was Positives sagt, dass das unbedingt eine sachliche Berechtigung hat, dass der dann okay, eine Sendung ist. Stopp. Wo ist denn so einfach gerade, ist es doch aber nicht. Das hast du doch gerade gesagt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich im letzten Tag. Wer darf alles nicht eingeladen werden? Oder wer darf alles in der Zeit kein Forum haben? Wo ist da für dich Grenze? Darum geht es nicht. Das war die Frage. Die Einleitung. Es geht um die Frage, wie schützen wir uns als wir beide und Sie vielleicht mit einem Bein, weil Sie auch in der Unterhaltung manchmal tätig sind. Nein, ich bin ja nur Zaungast. Okay, dann wir beide. Wie schützen wir uns davor, dass diese Verantwortung, die sie uns gerade zugeschrieben hat, die eben auch in ernste Themen geht, die politische Macht, die sie uns zugeschrieben haben, wie schützen wir uns davor, dass wir vergessen, die Lineale anzulegen, die Sie als Journalist zum Beispiel anlegen müssen. Die Kontrolle, die redaktionelle Kontrolle, der Pluralismus der Meinungen. Deshalb frage ich, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Sie greifen fast nie jemanden an, der sozusagen eher aus der linken Ecke kommt, der eher woke ist. Dafür teilen Was ist das jetzt für eine Kategorie? Darf ich dann, wenn Sie mich das ausführen lassen, gebe ich Ihnen ein Beispiel. Also gestern wieder scheiß SPD und Scholz kriegt immer einen drauf. Der ist links. Moment. Aber Frau Esken, habe ich noch nie ein kritisches Wort. Ich habe ehrlich gesagt Frau Esken seit 3 Monaten nicht mehr gesehen irgendwo. Naja, doch. Also sie war gerade wieder im Fernsehen. Also gerade, ich glaube, bei Maywood Illner, wenn ich was, nicht... Was ist das auch so? Und was ist das für ein Argument? Also die Frage ist, wo ist die Grenze? Wer dürfte Ihrer Meinung nach
in der Zeit kein Forum bekommen und in der Sendung von Markus Lanz nicht sitzen. Das ist nicht das, was ich sagen möchte. Ich möchte die offene Frage in den Raum stellen und habe mir erhofft, eine Antwort für mich zu bekommen. Wie legen Sie fest, welche Positionen Sie gegeneinander stellen und welche Kategorien sind dabei wichtig? Bei der redaktionellen Auswahl dieser Fragen oder der Gäste? Aber wäre das jetzt ein Problem, Markus, das zu beantworten? Wenn Markus gerade sagt, ich finde es ganz erfrischend, dass da mal einer ist, wo dann ein anderer Gast hinterher sagt, endlich mal einer, der uns nicht immer nur schlechte Laune bereitet. Aber in so einer Phase, das hast du doch gerade gesagt. Nein, nein, bitte, wirklich, komm, ja, wirklich, mag das, ich setze mich auch gerne mit dir auseinander. Magst das überhaupt nicht? Doch, ich mag das sehr, natürlich. Du magst das überhaupt nicht, du sagst gerade, du magst das, aber du magst das eigentlich gar nicht, dass ich das gerade gesagt habe. Warum sagst du das so? Weil du das nicht magst. Das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, genau. Also er hat doch eine Frage gestellt. Er hat die Frage gestellt, nach welchen Kriterien geben wir Leuten Platz oder laden wir Leute ein? Ich könnte das beantworten. Denke, du auch. Weißt du, wer den Anfang machen möchte? Ich will nur noch mal ganz kurz auf einen Punkt hinaus. Und das ist halt mein Thema. Ja. Es gibt da draußen natürlich, und da kommen wir jetzt auf so eine generelle Ebene, es gibt natürlich das Gefühl von vielen Leuten, und das erleben wir jetzt auch gerade wieder hier, es gibt gefühlt, ganz wichtig, es gibt gefühlt so eine Verengung des Meinungskorridors. Und das ist ein Thema, das ist ein riesiges Problem. Ja, ich habe dieser Tage ein interessantes... Was ist das für ein Gefühl? Woher kommt das Gefühl? Ist das wirklich du demonstrierst gerade, woher dieses Gefühl kommt, Jan. Tut mir wirklich leid. Aber du sagst, der Meinungskorridor ist eingeschränkt und ich sage, wo denn? Jan, bitte. Also Ernst, du stellst mir jetzt hier die Frage, warum wir einen anerkannten... Kannst du wirklich beurteilen, ob Henrik Strick ein guter Virologe ist? Kannst du das? Der Meinungskorridor ist offensichtlich nicht verengt. Das ist ein Gefühl. Und das ist ja eben, das habe ich doch eben gerade gesagt. Aber darum geht es mir. Ich möchte fragen, wie achten wir darauf? Genau. Wer legt denn fest, wer eingeladen werden darf und wer nicht? Wer legt denn fest, was ein guter Gast ist und was ein schlechter Gast ist? Ja, wer legt denn fest, was die richtige und was die falsche Position ist? Also das ist ich habe dieser Tage ein sehr interessantes, vielleicht hilft das sozusagen als leuchtende Speerspitze des Humanismus an dem Punkt. Vielleicht hilft es, wenn man Obama nimmt an dem Punkt. Barack Obama hat Barack Obama hat sich dieser Tage und schon öfter Gedanken genau über dieses Thema gemacht. Dieser verengte Meinungskorridor, festlegen, was man darf, was man nicht darf. Auch was wir teilweise auch jetzt wieder hier erleben. Nochmal, Jan, bitte, ne? Nichts Persönliches. Ich freue mich über diese Auseinandersetzung. Schade, dass wir es nicht in der Sendung machen. Wäre eine Bombenkurse. Habe ich auch gerade gedacht. Ja, aber was? Ich mag das. Nein, alles gut. Ich will nur sagen, Barack Obama sagt, da kommt eine Generation nach. Vielleicht ist es auch eine Generationenfrage, aber er bezog das auf seine Töchter. Die nehmen Diskriminierungsfragen, die nehmen Sexismusfragen, die nehmen aber auch Umweltfragen, die nehmen andere Fragen. Die nehmen die anders wahr. Und das finde ich völlig legitim, das ist auch völlig in Ordnung. Aber was nicht geht, ist, dass wir, und ich zitiere jetzt Barack Obama, ständig Menschen nur noch verurteilen. Und ich gehe sogar noch weiter, wir verurteilen sie nicht nur, sondern wir verstehen sie zum Teil absichtlich falsch. Das ist der zweite Teil der Geschichte, um dann erst recht über sie herzufallen. Und das ist ein echtes Problem. Ich glaube, das Einschüchternde, was Jan gerade bestritten hat, kommt daher, um beim Beispiel Strick zu bleiben. Also du siehst das auch so, ja? Ja, ich sehe das auch so, dass es diesen Effekt gibt. Ja. Dass zum Beispiel einer wie Strick sagt, jede abweichende Position von der anderer Wissenschaftler-Kollegen bringt mich sofort in die Ecke Corona-Leugner oder Verharmloser oder Querdenker. Und damit bin ich sozial geächtet. Ja, und ich frage mich nur, wenn man jetzt mal den Fakt nimmt, dass Deutschland von allen großen Ländern in der EU die niedrigste Impfquote hat. Ob bei diesem ganzen gefühligen Gerede nicht eventuell, wenn man nur auf das schaut, was ist, diese Debatte, die wir gerade versuchen zu führen, eine Scheindebatte ist, weil es offensichtlich... Okay, du lieferst gerade das Argument, Jan. Ist es dann auch eine falsche Balance, Balance? Haben wir uns zu viel um diese Gefühle gekümmert und um das Einladen von Leuten, die auch mal eine andere Position artikulieren? Wenn du auf die Zahlen guckst, warum sind in Deutschland so wenig Leute geimpft? Haben wir diesen Leuten... Entschuldigung. So wenig sind das gar nicht. 66% sind vollgeimpft. In Spanien sind es 71%. Wenn du die unter 12-Jährigen abziehst, hast du in Hamburg mittlerweile eine Impfquote von fast 80%. Ja. Ist das ein Flop? Ich würde sagen, nein. Es sind immer noch zu wenige. Das ist auch der. Aber Ihr Verdacht wäre,
weil es Wissenschaftler wie Streeck oder Kekulé sind, die einige der Maßnahmen angezweifelt haben, womit sie im Nachhinein auch Recht bekommen haben. Am Anfang hat Kekulé zum Beispiel sehr harte Maßnahmen oder sehr entschiedene gefordert, die viel zu spät geworden sind. Kekulé war immer auf der vorsichtigen Seite. Um den Satz zu Ende zu führen, ja, ist das Ihre Insinuierung, dass das dazu geführt haben könnte, dass Leute sich nicht impfen lassen? Ja, also die Frage ist schon, wenn wir konsequenter gewesen wären und nicht politische Erwägungen oder wirtschaftliche Erwägungen vorgezogen haben, die wir dann auch so verpackt haben, dass sie nicht so wirkten wie politische oder wirtschaftliche Erwägungen. Also die Frage, warum wir Kinder, obwohl es keine Schutzkonzepte gibt, in die Schulen schicken, was mit Nordrhein-Westfalen gerade ein riesiges Problem ist, das ist letztlich natürlich eine wirtschaftliche Frage, weil die Wirtschaft muss laufen und die Kinder müssen weg, damit die Eltern arbeiten können. Und letztlich aber ist das eine wirtschaftliche Kategorie. Ja, entschuldige, aber das bringen wir wirklich alles durcheinander. Das hat weder was mit Hendrik Streeck noch was mit Alexander Kekulé zu tun. Es geht jetzt nicht mehr um Hendrik Streeck und Alexander Kekulé, sondern um die Frage, wie es eben ist. Es läuft ja eben nicht gut oder nicht so gut, wie es eigentlich laufen könnte. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob das eventuell daran liegt, dass wir einfach anderthalb Jahre über verengte Meinungskorridore gesprochen haben, über eine Minderheitenmeinung, die nicht genug repräsentiert ist, und dabei vergessen haben, die Pandemie ordentlich zu bewältigen. Ich glaube, hätten sie besser bewältigen können. Ich glaube, da spekulieren wir jetzt alle. Ja, natürlich. Deshalb sage ich auch in diesem Haus, ich glaube, wenn wir nur noch die Meinung gehabt hätten, wir müssen die strengst denkbaren Maßnahmen jetzt durchziehen, vielleicht wäre dann die Abwehr noch stärker gewähren. Vielleicht sind wir auch ein Land, in dem große Ängste herrschen. Dass vielleicht Menschen auch in Vielleicht sind wir die Konfrontation auch nicht gewohnt, weil wir 16 Jahre lang davon verschont geblieben sind. Vielleicht kann das auch daran liegen. Das wäre dann Frau Merkel, die aber eine Strenge gewesen ist während der Pandemie. Darf ich noch einmal ganz kurz einen Gedanken, weil mich das nicht loslässt mit dieser False Balance. Ja? Wenn ich das jetzt ganz kurz, wenn ich das konsequent auslege, hätten wir dann jemanden wie Thomas Mertens zum Beispiel, den Chef der STIKO, diese STIKO, die von der Wissenschaft, sage ich jetzt mal ketzerisch, von einigen Leuten, die absolut pro Impfung auch bei Kindern sind und so weiter, durchaus auch öffentlich, politisch, durchaus in Zweifel gezogen worden ist, um es jetzt mal freundlich zu sagen, die sogenannte unabhängige Impfkommission, die sich plötzlich anhören musste, was sie denn jetzt mal gefälligst zu tun hat und sie mögen sich jetzt endlich mal bewegen. Hätten wir den dann einladen dürfen? Hätten wir jemanden, der nach Meinung der gängigen, Wissenschaftler, die weltweit das Sagen haben, Fauci, Drosten, andere, hätten wir den dann einladen dürfen? Weil der sagt, du pass auf, ich würde gerne einfach mal alle Daten dazu sehen. Und wenn wir die in Ruhe evaluiert haben, dann kommen wir zu einer Empfehlung oder möglicherweise auch nicht. Hätten wir den dann einladen dürfen? Im Sinne der False Balance? Definitiv nein. Wir haben es dennoch gemacht und ich finde es gut, dass sich ein Land wie Deutschland sowas wie die STIKO leistet. Und dann kommen so Argumente wie, ja, aber selbst die Italiener empfehlen mittlerweile die Impfung ab 12. Ja, die Italiener haben überhaupt keine STIKO, als Beispiel. Wir leisten uns das. Wir waren doch immer ein wissenschaftlich auch getriebenes Land und ich finde das absolut in Ordnung, dass jemand wie Thomas Mertens seine Bedenken diesbezüglich artikuliert. Ich finde das gut. Und aber trotzdem, im Sinne der False Balance hätten wir nicht einladen dürfen. Und trotzdem gibt es Grenzen. Also die Antwort bin ich ja noch schuldig. Klar. Ich finde, man kann sehr wohl über Corona-Leugner und Querdenker berichten, aber ich würde ihnen kein Forum geben durch Meinungsbeiträge und große Interviews. Ich glaube, das bringt überhaupt nichts. Ich finde aber sehr, dass es sich lohnt, um Menschen zu kämpfen, die nur skeptisch sind und sich deren Argumente anzuhören. Und der Vorwurf, der ganz schnell kommt, gerade aus der digitalen Community, gerade aus Twitter, ist, eine abweichende Meinung ist per se eine schlechte und wird sofort in eine gewisse Ecke gedrängt. Und das wirkt sehr einschüchternd. Du hast vorhin gesagt, es gibt Fragen oder Diskussionen, die Markus nicht mag. Darf ich dir eine Frage stellen? Darf ich Ihnen eine Frage stellen, obwohl ich ziemlich sicher bin, dass Sie sie nicht mögen? Ja, gerne. Also, weil Sie sagen, über Gregor Gysi haben Sie gesagt, er ist ein Fickzwerg. Weil ich Gregor Gysi in einem persönlichen Gespräch erklärt habe, was der Unterschied zwischen eigentlicher und uneigentlicher Rede ist. Okay. Das könnte ich bei Ihnen auch machen, Sie würden nicht beleidigt sein. Doch, ich wäre wahrscheinlich auch beleidigt. Schröder. Er war nicht beleidigt. Schröder haben Sie als Drecksau bezeichnet. Den Donald Trump, den wir, glaube ich, hier alle in der Kirche und hier auf der Bühne entsetzlich finden, ein orangener Haufen Menschenmüll. So, diese Form... Verbitte mir an dieser Stelle das Lachen. Diese Form der Diskreditierung von Menschen, ja.
Ist das nicht eigentlich ein Kennzeichen der Rechten, die ja. so auf menschliche Merkmale ja, geht? Und sehen Sie, und da ist wieder die Frage nach Schattierungen. Gibt es einen Unterschied zwischen eigentlicher und uneigentlicher Rede? Das Konzept, etwas zu sagen und etwas zu meinen, also ich kann etwas sagen und es dann auch so meinen. Also ich kann Sie jetzt, Sie Drecksau nennen, dass Sie nicht in der Lage sind, zu unterscheiden zwischen Nuancen und Subtext lesen können. Ich kann auch sagen, ey, du Drecksau. Was habe ich ernst gemeint und was nicht? Ne? Und Sie müssen, wenn Sie auf der Bühne stehen und einen eigentlichen Text performen, andere Kriterien anlegen als einen uneigentlichen Text. Und wenn ich schreibe, ein oranger Haufen Menschenmüll, der gerade vor der Kamera einen Körperbehinderten nachgemacht hat, als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, ist das zwar im Affekt nicht so schön, aber in diesem Moment genau angepasst und genau richtig. Mhm. Ne? Und das im Nachhinein dann auch legendär mir das Wort vorzuwerfen und dann Partei zu ergreifen für einen Mann, der 38.000 Das habe ich nicht gemacht, 38, bitte. 38, ja, natürlich. Indem ich habe Partei indem für sagst, Erdogan. Wir müssen einen Menschen, der die Pressefreiheit mit Füßen tritt und der demokratische Regeln ja, tut mir leid, komm. Arsch vorbeigeht, wir müssen sehen, ob wir dem Nein. irgendwie Nein, mit diplomatischen leid. Mitteln oder vielleicht, indem man ihn öfter in die Sendung einlädt, nahe kommen kann. Ich finde, das ist auch okay, ab und zu mal so einen Kraftausdruck zu verwenden und dann ist das auch wieder gut. Das ist wie so eine Prügelei oder so eine Podiumsdiskussion im Michel und danach ist auch alles wieder oder, in Ordnung. Oder wenn man eine Position hat, wenn man sehr klein und sehr schwach ist. Aber das ja, ist ja längst nicht mehr. Naja, aber eine Position gegenüber dem Anführer der größten NATO-Armee ist immer klein und schwach. Und natürlich ist das immer eine Einzelkämpferposition, wenn du als Quatschvogel bei Twitter sagst, Orange auf Menschenmüll. Du tust das von der kleinstmöglichen Position und schießt den Ball so hoch wie möglich. Eines Tages kommst du dann halt wieder in der Kirche und du kriegst es vorgelegt und musst dich dafür rechtfertigen, ob du vielleicht ein Menschenfeind bist, weil du in diesem Fall ein Menschenfeind versucht hast zu enttarnen oder entlarven mit einem einfachen Satz. Ne? Also es ist eben nicht so einfach. Und ja. Das ist der Satz des ja, das ist der Diskussion. Es ist nicht so einfach. Nicht das würde so ich genauso unterschreiben. Und ich finde, genauso. Ich würde das gerne, gilt das, auch für würde, Henrik Streeck. Ich würde mir wünschen, dass die Frage im Raum stehen bleibt, ob wir als Unterhalter, denen diese Verantwortung zugeschrieben wird, von Ihnen unter anderem, ob wir eigentlich ausreichend Kontrollmechanismen für die Verantwortung, die wir haben, haben. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht einer Frage noch nähern könnten durch eine Antwort. Nämlich, was für Sie beide guter Journalismus ist. Ist es ein Journalismus, der jeder Form von Macht kritisch gegenübersteht, der Abstand bewahrt oder einer, der parteiisch ist? Darf ich ganz kurz sagen, ich finde, guter Journalismus ist Journalismus, der sich an die erste Stunde im ersten Journalismus-Seminar erinnert. Also der sich auf das einfache Handwerk beruft und das niemals vergisst und sich nicht ablenken lässt von Zwängen, denen man oft unterworfen ist im Journalismus, glaube ich, von Eitelkeiten und von dieser Versuchung, die in vielen Journalisten und in vielen Menschen, die öffentlich arbeiten, ist, dass man etwas schreiben möchte, weil man es denkt, dass es so ist. Hm. Sondern man muss sich von dem, was ist... Gut, okay, ich habe es noch nicht richtig verstanden. Darf ich nachhaken? Darf man auch dahin gucken als guter Journalist, wo ein Missstand beschrieben wird, der möglicherweise Rechten ins Weltbild passt? Ja, oder Linken. Natürlich, das muss man, glaube ich, tun. Und man muss, ja, das muss man machen. Man muss das radikal machen. Und man muss sich aber auch fragen, bin ich in der Lage, das alles zu sehen? Und das ist dann wieder eine Frage von Redaktionskultur und von Meinungsaustausch innerhalb einer Redaktion, wo man dann gemeinschaftlich sagt, das machen wir und das machen wir nicht. Hm. Markus, guter Journalismus ist? Ja, ist, glaube ich, würde ich unterschreiben, was Jan da sagt, ist der Journalismus, der im Grunde die naheliegenden Fragen stellt. Warum, wieso, weshalb? Wer, wann, wie, wo? Hm. Und sich dann aber auch nicht abschütteln lässt, wenn der wiederholte Versuch gemacht wird, diese Frage großräumig zu umfahren. Das ist natürlich klar. Würden Sie beide Angela Merkel vermissen? Werden wir oder würden wir? Werden wir. Werden wir. Also ganz ehrlich, wir werden uns alle noch umgucken. Wir werden 3 Jahre brauchen, um uns zu entwöhnen und dann ist schon wieder die nächste Bundestagswahl. Also der nächste Kanzler ist eigentlich, oder die nächste Kanzlerin ist wie so eine Beziehung, die man hat, nach einer langjährigen Beziehung, mal so eine Fluchtbeziehung, die man dann mal so eingeht, wo man dann, oh mein Gott, wir haben uns getrennt nach 20 Jahren, da habe ich danach so eine Freundin gehabt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann geht es wieder normal weiter. Also mutmaßlich. Und Markus? Ja, hast du eigentlich jemals Angela Merkel in einer Sendung gehabt?
Ich habe sie immer wieder für Interviews getroffen, aber nicht jetzt bei uns in der Sendung sitzen gehabt. Ich hoffe sehr auf die Biografie und dann wird... Okay, und hast du das versucht? Nein, klar haben wir das versucht, aber das ist allein die Anreise ja, mit den Verkehrsmitteln, die uns zur Verfügung stehen zwischen Berlin und Hamburg, ist ja gar nicht so einfach. Die Frau muss zum Beispiel ständig erreichbar sein. Zwischen Berlin und Hamburg bist du das im ICE nicht. Allein deswegen geht das nicht. Ja. Das ist schwierig. Nein, aber ich finde schon, dass... weißt du, was ich tatsächlich mag? Und das ist etwas, was ich finde, man kann vieles kritisieren. Es gibt zum Beispiel, gab gerade jüngst so eine Geschichte, wo ich dachte, wir geißeln uns und werfen uns in den Staub und sind kurz davor, uns wirklich gegenseitig noch mit Asche zu bewerfen, wegen eines versemmelten Osterwochenendes, Gründonnerstag, ja, dieser die Schließung der Geschäfte, Lockdown, zurückgenommen. Genau, nicht wirklich zu Ende gedacht und so, aber die waren auch in der verzweifelten Lage. Frau Merkel ist Wissenschaftlerin und versteht auch, was Inzidenzen bedeuten und so weiter. Also macht sich einfach Sorgen ums Land. So, und dann passiert sowas wie Kabul, Afghanistan, und dann kommt diese Regierungserklärung, der sie sinngemäß sagt, naja, so hinterher weiß man es immer besser. Das ist zwar richtig, aber auch da, false balance, würde ich sagen, also für mein Gefühl, nur als stiller Beobachter. Da stimmt die Verhältnismäßigkeit irgendwie nicht. Aber es gab immer wieder Momente in dieser Kanzlerschaft, und das gab es auch in diesen Erklärungen, auch wenn es um Corona ging, wenn es wirklich ernst wurde. Ich habe immer das Gefühl, Frau Merkel, das hat sie nicht so oft gezeigt, sie versteht das geschickt zu tarnen, aber Frau Merkel hat so ein Menschenbild. Das kommt aus diesem christlichen Hintergrund, und das mochte ich. Das ist nicht zynisch, das ist nicht sarkastisch, sondern das ist sehr zugewandt, das ist empathisch. Ich weiß, dass sie auch Leute, die sie vielleicht im politischen Geschäft gar nicht so unbedingt geschätzt hat, wenn die krank waren, hat sie im Krankenhaus besucht. Und hat keine große Sache draus gemacht, sie hat es einfach gemacht. Das sind so Dinge, die ich mir von Anführern eines Landes wirklich wünsche. Und das ist das, was es braucht. Und deswegen muss man aber auch sagen, mit Blick auf die Leute, die da jetzt Kandidaten sind, das ist schon so ein Menschenbild, das die auch im Großen und Ganzen teilen. Natürlich hätten wir alle politisch spannender gefunden, das Duell Markus Söder gegen Robert Habeck. Das wäre auch interessant gewesen. Und der eine Kanzler, der andere Vizekanzler, das wäre mal was gewesen. So, ja, das wäre spannend gewesen. Aber gut, hätte. Also ich hätte auch einiges zu kritisieren an Angela Merkel, aber was mir immer auch sehr imponiert hat, immer sehr. Und ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man, wie wir beide, auch einen italienischen Pass besitzt, ist, dass sie niemals irgend durch Geld korrumpierbar war. Ja, zum Beispiel. Und das ist etwas, was, glaube ich, Menschen spüren und was großen Eindruck hinterlässt. Ich frage mich, wie das ist, wenn man so aufhört nach 16 Jahren als Kanzlerin, was man dann eigentlich so macht. Also ob die erst mal 2 Stunden schläft oder 2 Tage. Das hat sie ja schon gesagt, dass ihre sozusagen spontane Antwort, was werden sie machen, ist ausschlafen. Und dann so Hobbys sich zulegt und Jetski über die Elbe fahren oder irgendwas, was man mal einfach mal machen kann. Meine Vermutung ist, sie hat längst einen Plan, aber sie vermittelt ihn nicht. Ja. 2005 hat ja die CDU den Rolling Stones Song Angie gebraucht, sehr zum Missfallen der Band. Was fällt Ihnen beiden ein, wenn Sie jetzt an den Wahlkampf denken? Welche Songs würden zu wem passen? Oh mein Gott. Ich finde Annalena Baerbock, Wolfgang Petri, Hölle, Hölle, Hölle. Wahnsinn. Und ich mit Olaf Scholz ist irgendwie, habe ich gerade heute beim Laufen gehört, ist pur. Was, Abenteuerland? Abenteuerland, oder Lena, genau. Abenteuerland, hast... und damit meine ich gar nicht Deutschland, sondern eigentlich die Parteizentrale. Der Eintritt kostet den Verstand. Wäre irgendwie ganz gut. Und Laschet, muss ich mal drüber nachdenken. Ich habe einen Song gefunden, der hat ein bisschen Vorlauf jetzt, der zu beiden passt. Zu Laschet und zu Scholz. Ist eine Sängerin, die Sie vielleicht gar nicht mehr kennen, weil... Erst Mitte 20. Katja Epstein, Wunder gibt es immer wieder. Ja, ich kenne die Coverversion von Gildo Horn, deswegen dachte ich gerade genau daran. Und Tote Hosen, steh auf, wenn du am Boden bist. Das hat Scholz demonstriert und Laschet hat das noch vor sich. Ja.
Wir haben die neue Staffel des ZDF-Magazin Royal, weil wir auch über Songs geredet haben, programmatisch mit dem völlig zu Unrecht viel zu selten gespielten Schlager des Hamburger Künstlers Rocco Schamoni gestartet. Nämlich? Gegen den Staat. Haben Sie gestern gesungen. Building a Bridge to Your Heart von Building Wax. Building a Bridge von Wax. Wax, genau. Groß. Und das, also so eine Mischung aus, ja, vielleicht so ein bisschen freundlich, subversiv, vielleicht mal wieder überlegen, ob man nicht immer im Konsens mitgeht, egal wer kommt. Und es gibt immer noch was anderes neben der Politik und diesem ganzen Kram, von dem man jetzt die letzten Monate viel zu viel hat, um das man sich kümmern muss. Ich glaube, Armin Laschet muss eigentlich doch sein, dieser berühmte Kölner Karnevalssong. Nee, was war das früher, eine super Jahrlitzig? Das habe ich nicht verstanden. Es gibt einen ganz berühmten, du hast nie in Köln gelebt. Aber du hast da gelebt. Ich habe da gelebt, Jan kennt das. Ne? Ja, nee, was war das früher, eine super Jahrlitzig? Tränen in den Ohren lore ich manchmal zurück. Mit Tränen in den, also, nee, was war das für, früher für eine super geile Zeit? Mit Tränen in den Augen schaue ich manchmal noch zurück. Das ist die Überschrift seines neuen Zukunftsteams. Okay. So. Ich meine nur der Rückblick auf die Zeit, als es noch richtig lief. Genau. Oh je. Aber man sollte den nicht abschreiben. Jan Böhmermann hat gesagt, dass wir auch wieder lernen, im Dissens zu leben, dass wir Meinungsunterschiede haben. Ich glaube, in dieser Veranstaltung hier sind sie deutlich zum Ausdruck gekommen. Ja. Und gerade das fand ich schön und spannend. Ja, total. Bedanke mich von Herzen und entschuldige mich für die Stühle. Das ist aber nicht die Schuld. Aber ich habe jetzt die Position gefunden. Das ist gut. Ich habe die ganze Zeit die Position gefunden, indem ich habe das Kissen rausgemacht und aber man traut sich natürlich nicht. Das ist aber nicht Schuld des Veranstalters, sondern ich muss gestehen, dass ich die Stühle vorher gesehen habe und sie abnicken musste und nicht genau hingeguckt habe. Sind die Stühle der Kirche? Nein, die haben wir extra bestellt und uns ausgeliehen von einem guten Möbelgeschäft. Ich fand sie designermäßig schön, aber ich gebe zu, zum Sitzen Hölle, Hölle. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren und all jenen, die uns zugeschaut haben. Es war eine Freude. Danke für diesen Samstagabend. Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Spaß gemacht. Vielen Dank.